Es ist 14 Uhr am Freitag, den 26. März 2021, und jetzt geht es um ein Stück deutsches Kulturgut und nicht ein Stück deutsches Wissenschaftsgut. Jetzt geht es um Jugend forscht. Gleich erfahren wir, wer die besten Nachwuchsforscher und Nachwuchsforscher Bayerns sind und wer ins Bundesfinale des legendären Wettbewerbs Jugend forscht einziehen wird. Gastgeber der heutigen Preisverleihung und gleichzeitig Patenunternehmen des Landeswettbewerbs ist die Dechselmeier Group. Dechselmeier ist weltweit in 16 Ländern vorhanden, vom Wilden Westen in den USA bis zum Fernen Osten Chinas. Ich melde mich heute aus der Firmenzentrale im niederbayerischen Vilsbiburg. Ich bin mir sehr bewusst, dass jetzt im Moment die 95 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bayerischen Landeswettbewerbs mit einer gewissen Aufregung diese Preisverleihung verfolgen. Aber entspannt euch, ich bin dabei, euer Willi. Ich weiß nicht, ob das etwas hilft. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Jugendliche und Kinder, ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zur Siegerehrung des 56. Landeswettbewerbs von Jugend forscht. Die wichtigsten Gäste, um die es heute geht, das sind die gerade erwähnten 95 Jungforscherinnen und Jungforscher, die in den letzten Tagen ihre Projekte vorgestellt haben. Monatelang haben sie in intensiver Detailarbeit mit Unterstützung ihrer Lehrerinnen und Lehrer, Freundinnen und Freunde, Eltern, Betreuerinnen und Betreuer geforscht und entwickelt. Und ja, ganz besonders freut es mich, dass ich heute zahlreiche Ehrengäste begrüßen darf. Unter anderem den bayerischen Wissenschaftsminister Bernd Siebler. Schön, dass Sie reinklicken. Die bayerische Staatssekretärin für Unterricht und Kultus Anna Stolz. Wir werden gleich noch miteinander reden. Die Leiterin des Landeswettbewerbs Jugendforsch Bayern, Dr. Monika Christel. Die wird hier bei mir im Studio sein. Den Geschäftsführer der Stiftung Jugendforsch, Dr. Sven Bastio, und Vertreterinnen und Vertreter der Regionalwettbewerbe Jugend forscht. Ebenfalls begrüße ich zahlreiche Ehrengäste aus der Politik, darunter die erste Bürgermeisterin der Stadt Vilsbiburg, Sibylle Entwistle. Ich bin neu in Vilsbiburg, aber ich habe mich informiert, wie Sie verheiratet sind, und daher das Englische. Den stellvertretenden Landrat des Landkreises Landshut, Fritz Wittmann, die Landtagsabgeordnete Dr. Petra Leubel, ja, und außerdem ein herzliches Hallo an alle Bundestags- und Landtagsabgeordneten der Region und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Region sowie alle Vilsbiburger Stadträtinnen und Stadträte. Vom Patenunternehmen Drechselmeier, dessen Luft ich hier atme, begrüße ich stellvertretend für zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens den CEO Dr. Martin Gall und den CHRO und Patenbeauftragten von Jugend forscht Roland Polte. Sie stehen mir hier zur Seite, das gibt mir ein gutes Gefühl. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, und wo wir gerade dabei sind, ich begrüße auch Dr. Tobias Nickel, den bisherigen Patenbeauftragten von Jugend forscht Bayern. Ebenso heiße ich willkommen weitere Vertreterinnen und Vertreter des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus sowie die Ministerialbeauftragten aus den bayerischen Regierungsbezirken.
begrüße Repräsentantinnen und Repräsentanten des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung sowie Vertreterinnen und Vertreter der Bayerischen Universitäten und Hochschulen und alle Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, die hier heute zahlreich diese Siegerehrung verfolgen. Ja, natürlich auch alle Medienmenschen, meine Kolleginnen und Kollegen, die Jugendforscht mit ihrer Berichterstattung unterstützen, begrüße ich ganz herzlich. Ihnen schicken wir hier aus Vilsbiburg einen herzlichen Willkommensapplaus. Genießen Sie das. Ja, ein persönliches Wort an alle Jungforscherinnen und Jungforscher, die jetzt mit einer gewissen Nervosität auf die Preisverleihung schielen. Also, ich an eurer Stelle, ich wäre äußerst nervös, wenn ich jetzt gehört hätte, wer da alles dabei ist. Aber auf der anderen Seite seid ihr die Creme de la Creme des wissenschaftlichen Nachwuchses, also könnt ihr euch andererseits auch wieder entspannen. Und einer, der ebenfalls zur Creme de la Creme gehört, das ist der Chef von Drechselmeier, der CEO, der Chief Executive Officer, Dr. Martin Gall, der hat viel zu tun, der ist in der Welt unterwegs und der schickt uns eine Sprachnachricht. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Jugendforsch Bayern, in diesem Jahr, in dieser herausfordernden Zeit ist es mir eine ganz Freude, Sie zu Jugendforsch Bayern begrüßen zu dürfen. Jugendforsch ist der größte und wichtigste Wettbewerb zur MINT-Förderung junger Menschen in unserem Ich danke allen Teilnehmern für ihre aktive Beteiligung und wünsche nun allen eine spannende und unterhaltsame Siegerehrung. Vielen Dank. Vom CEO zum CHRO. Also Herr Polte, bei CEO, Chief Executive Officer, da weiß man, das ist der Oberboss, aber CHRO, da müssen Sie jetzt entschuldigen, da komme ich nicht mehr mit. Jo. Zunächst mal herzlich willkommen in Vilsbiburg. Dankeschön. Der Dr. Martin Gall und ich haben gewürfelt. Ich habe gewonnen, ich durfte einen Buchstaben mehr dazu nehmen. Aber Spaß beiseite. AO steht für Chief Human Resource Officer. Ich bin der Personalchef des Unternehmens. Chief Human Resource Officer. Okay, habe ich verstanden. Dann freuen wir uns jetzt auf die Ansprache des Chief Human Resource Officer, aber vor allem auch in Ihrer Funktion als Partnerunternehmen für den Wettbewerb. Vielen Dank. Darüber freue ich mich auch. Herzlich willkommen nochmal. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen hier in Vilsbiburg beim Landeswettbewerb Jugendforscht, wo wir uns wirklich sehr freuen, dass wir den ausrichten können, zusammen mit Ihnen, zusammen mit den Jungforschern, zusammen mit den Juroren. Die letzten Monate waren sicherlich herausfordernd. Und deswegen haben wir lange probiert, diesen Wettbewerb durchführen zu können, mit der Unterstützung von vielen, vielen helfenden Händen. Und wir sind froh drüber, wir sind auch stolz drauf, dass es uns gelungen ist, mit dem Digitalkonzept diesen Wettbewerb tatsächlich stattfinden zu lassen, damit wir ihn dann durchführen können und damit wir heute hier auch stehen können, um die Preisverleihung und die Siegerehrung zu machen. Und nochmal dazu darf ich alle ganz herzlich begrüßen, natürlich die Jungforscher und die Juroren ganz vorne dran. Warum beteiligen wir uns als Drechselmeier Group und warum stehen wir als Paten zur Verfügung? Das ist für uns eigentlich eine Selbstverständlichkeit, weil das der Wettbewerb Jugendforscht bringt viele Themen zusammen, die für uns wichtig sind. Zunächst mal sind wir ein niederbayerisches Familienunternehmen, auch fest verwurzelt in dieser Region. Und uns liegt es am Herzen, junge Menschen zu fördern, Kinder zu fördern. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich ein innovatives Unternehmen, das in der Ingenieurtechnik unterwegs ist. Deswegen gibt es eigentlich nichts Besseres als Jugendforscht, um das Thema MINT zu fördern, um junge Menschen zu fördern, damit wir auch in Zukunft hier erfolgreich sind, nicht nur als Firma, sondern als Region und auch als Land. Es ist mir eine besondere Ehre, dieses Jahr Patenbeauftragter zu sein. An den Dr. Tobias Nickel nochmal ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass er es in den letzten Jahren gemacht hat und maßgeblich dazu beigetragen hat, dass das Fest in Drechselmeier verwurzelt ist. Und das kann ich einfach bestätigen. Der Jugendforscht-Wettbewerb
der gehört zu uns als Firma und den unterstützen wir auch sehr gerne. Und das werden wir auch mit ganzer Leidenschaft auch in Zukunft tun. Nicht nur die Firma, sondern ich als Patenbeauftragter natürlich auch sehr gerne. Die Projektarbeit in diesem Jahr für die Teilnehmer war sicherlich besonders herausfordernd. Die Corona-Pandemie hat uns allen besondere Vorgehensweise, besondere Flexibilität abverlangt. Wenn ich jetzt an die Jugendforscher denke, zu Hause zu arbeiten, Homeschooling zu machen, Projekte zu machen, teilweise alleine, teilweise virtuell, das war bestimmt eine ganz besondere Umstellung. War es auch für uns in der Wirtschaft ganz anders zu arbeiten, als wir bisher gearbeitet haben. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, was das für eine Umstellung für die Schüler in den letzten 12 Monaten war. Umso mehr bin ich begeistert. Ich habe schon in den letzten 2 Tagen durch die Projekte durchgeflippt, habe dort und da mal reingeschaut. Umso mehr bin ich begeistert, was für ein Ergebnis Sie alle und ihr alle produziert habt. Natürlich auch ein ganz besonders herzlichen Dank an die Juroren, die genauso sich haben umstellen müssen und das, glaube ich, auch sehr, sehr gut getan haben. Und von daher freue ich mich jetzt auf die nächsten 90 Minuten, auf die Preisverleihung. Das kenne ich noch aus der Vergangenheit. Das sind immer ganz besondere Erlebnisse, ganz besondere Preise und ganz besondere Forschungsprojekte, die da honoriert werden und geehrt werden. Und da, Willi, bin ich froh, neben Ihnen stehen zu dürfen und das gemeinsam mit Ihnen machen zu dürfen. Geht mir genauso. Vielen Dank, Herr Folte. Sie haben die Jurorinnen und Juroren gerade erwähnt. Die haben großen Anteil am Gelingen des Landeswettbewerbs. Und der Beweis, dass es sich bei Juroren und Jurorinnen nicht um graue Eminenzen handelt, sondern um ganz bunte Menschen, den liefert jetzt dieses Bild hier hoffentlich. Da werden Sie uns jetzt live zugeschaltet, jedenfalls eine Auswahl, nicht alle. Es waren rund 30 Jurorinnen und Juroren und hier kommen sie nach und nach. Ich sehe bereits 2 von Ihnen und jetzt habe ich gerade auf graue Eminenzen, jetzt haben Sie zufällig jetzt auch noch graues Haar, aber was will man als Wissenschaftler machen, wenn man sich so viel auseinandersetzt mit anstrengenden Themen und viel grübelt? Aber in den letzten Tagen hatten Sie eine große Aufgabe, eine wichtige Aufgabe für die Teilnehmenden. Aus allen Projekten haben Sie die preiswürdigsten herausgesucht. Keine leichte Aufgabe, denn die Konkurrenz, die war stark, die war eng. Aber ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier Ihre ganze Kompetenz und Ihre Leidenschaft eingebracht haben. Wir werden uns später dann auch noch teilweise Stichwort Laudationen nochmal wiedersehen und wieder hören. Vielen Dank erstmal. Auch die anderen, die wir nicht gesehen haben, aber die sind schon online. Also das war mir bewusst. Was ist der Grund, dass ich Sie nicht sehen darf? Haben Sie die Kamera ausgemacht? Wieso denn? Mir wurde doch so vorgeschwärmt von Ihnen. Wir schauen jetzt mal hinter die Kulissen vom Landeswettbewerb. Hallo, in diesem Video gebe ich euch einen kleinen Einblick in die Arbeit an meinem Jugendforschprojekt. Hallo. 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 Ich zeige euch jetzt unser Biolabor. Ich möchte euch heute mein Modellbad vorstellen. Wir haben die KI CatLab entwickelt, eine Art Gesichtserkennung für Katzen. Und in meiner Arbeit will ich diese neueste Technologie nutzen, um den Strömungswiderstand solcher Tiere zu ermitteln. Wie kann man dies verbessern? Und ich habe mich bei meinem Projekt mit dem Inhalt von diesem Schlauch hier beschäftigt. Ziel meiner Arbeit ist die Implementierung eines zukunftsorientierten Ordnungsrouters. Dafür wurden verschiedene Honige auf ihre antibakterielle Wirksamkeit untersucht. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über unseren intelligenten Mülleimer. Mein Jugendforschprojekt. Hallo, ich möchte Ihnen heute mein Jugendforschprojekt vorstellen. Ich freue mich jetzt auf eine Fragerunde mit 4 Gästen, die teilweise live hier im Studio sind und teilweise live zugeschaltet werden. Darunter Staatssekretärin Frau Anna Stolz, der geschäftsführende Vorstand der Stiftung Jugend forscht Sven Bastio, die Leiterin des Bayerischen Landeswettbewerbs Jugend forscht Monika Christel und Roland Polte, dem Personalchef von Drechselmeier. Frau Christel, schön, dass Sie da sind. Und ja, wunderbar, das sieht doch wunderbar aus. Guten Tag, Frau Stolz. Hallo, Herr Bastio. Schön, dass wir miteinander verbunden sind.
Frau Stolz, das sieht so aus, als ob Sie inzwischen Ministerin geworden wären. Wo stehen Sie denn da? Nein, ich stehe als Staatssekretärin im Kultusministerium, aber da gehöre ich auch hin als Staatssekretärin. Und ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen können. Ich kann mir vorstellen, im Kultusministerium hat man zurzeit ziemlich viel zu tun. Umso schöner, dass Sie hier Wert drauf legen, anwesend zu sein. Das ist wunderbar. Ich habe im Internet recherchiert und ich habe aber nichts finden können, das darauf hinweist, dass Sie mal als Schülerin selbst teilgenommen hätten bei Jugend forscht. In der Tat, das ist richtig. Ich habe leider nicht teilgenommen. Aber wenn ich die Gelegenheit hätte, teilzunehmen bei diesem tollen Wettbewerb, also den ich wirklich für grandios halte, gehen wir wahrscheinlich in der Talkrunde auch noch ein bisschen drauf ein, dann hätte ich mir wahrscheinlich im Bereich Arbeitswelt was rausgesucht, weil ich das ganz spannend finde, dass man da Arbeitsabläufe optimiert, dass man letztendlich den Menschen in den Mittelpunkt rückt. Und ganz besonders interessiert mich das Thema Inklusion, also die Teilhabe von Menschen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Und ich glaube, da ist auch noch viel Bedarf vorhanden. Und ich glaube, da hätte ich ein Forschungsprojekt draus gemacht. Das wäre mir ein Herzensanliegen gewesen. Aber ich habe leider nicht teilgenommen. Sehr schade, ja. Ja, ich nehme auch nur auf diese Art und Weise als Moderator teil. Da teilen wir dann was. Welche Priorität hat es für den Standort Bayern, den Nachwuchs wissenschaftlich zu fördern? Und was tut die Staatsregierung konkret dafür? Ja, das ist natürlich enorm wichtig, dass wir naturwissenschaftlichen Nachwuchs fördern, weil wir alle wissen ja, dass die Grundlage für Fortschritt, für Wirtschaftskraft, für Wohlstand, Bildung ist letztendlich. Und Bayern ist ein renommierter Bildungs- und Forschungsstandort. Darauf sind wir auch sehr stolz. Aber wir brauchen, um die großen Fragen der Zukunft zu lösen, natürlich immer wieder originelle Ideen und kluge Köpfe. Und darum ist es so wichtig, dass wir da unsere jungen Menschen bei fördern. Und was machen wir? Wir haben zum Beispiel die MINT-Initiative, die MINT-Förderung bei uns. Das heißt, dass wir so früh wie möglich die jungen Menschen an die MINT-Fächer heranführen. Wir haben diverse Wettbewerbe bei uns im Freistaat für Nachwuchsforscherinnen und Forscher. Und wir unterstützen natürlich auch mit dem Netzwerk MINT-Regionen Bayern ganz intensiv und fördern dabei Themen Menschen als kleine Forscherinnen und Forscher. Herr Bastio, Sie sind vor rund 10 Jahren auf den großen Jugendforsch-Dampfer aufgestiegen. Was macht für Sie Jugendforsch so reizvoll? Ja, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, weil ich immer mit den neuesten und innovativsten Ideen der jungen Menschen mich befassen kann. Das ist einfach faszinierend. Das begeistert mich. Da bin ich sehr, 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 sehr dankbar für. Aber gerade in diesem Jahr ist es natürlich besonders aufregend, denn nicht nur die Jungforscherinnen und Jungforscher forschen und experimentieren, sondern auch wir, die Veranstalter, tun das zwangsläufig, weil wir zum ersten Mal in 56 Jahren Jugend forscht unseren Wettbewerb online ausrichten. Das hat sehr, sehr gut geklappt und das ist eigentlich nur zu verdanken all unseren Partnern in den verschiedenen Ländern und Regionen. Und hier ein besonders herzliches Dankeschön an Herrn Polte, stellvertretend für alle Partnerunternehmen, die wir haben. Das ist großartig, dass Sie sich hierauf eingelassen haben und mit welcher Energie Sie diese Herausforderung angefasst haben. Aber genauso beeindruckt mich, dass wir ganz, ganz viele großartige Projekte haben in diesem doch sehr besonderen Jahr. Herr Polte sprach es auch schon an. Großartig, dass die jungen Leute sich auf den Weg gemacht haben, auch unter etwas schwierigeren Bedingungen diese Aufgabe anzugehen. Aber mein größtes Dankeschön, und das muss ich wirklich betonen, geht an die Lehrkräfte in diesem Jahr. Denn sie haben ja wirklich eine Dreifachbelastung. Wenn ich richtig zähle, machen sie ihren üblichen Job im Präsenzunterricht, dann machen sie das Homeschooling und dann sind sie in einer Art Dauerkorrekturmodus, denn alle Aufgaben, die ich rausschicke, muss ich auch wieder korrigieren. Und wer dann noch Jugendforschprojekte betreut, also der verdient wirklich meinen höchsten Respekt. Herzlichen Dank dafür und natürlich auch herzlichen Dank an das Bayerische Staatsministerium, liebe Frau Staatssekretärin Stolz. Die Zusammenarbeit zwischen Jugendforscht
und Ihrem Haus ist einfach großartig. Und so sorgen wir alle dafür, dass ich auch in diesem Jahr wieder eine ganze Reihe von tollen Projekten beim Bundeswettbewerb besuchen kann und sehen kann. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, und das ist ja das Spannende. Wer heute hier als Sieger herausgeht, der darf dann am Bundeswettbewerb teilnehmen. Herr Bastio, vor rund 10 Jahren, da durfte ich diesen Wettbewerb bereits schon einmal als junges Kerlchen moderieren. Da waren Sie ganz frisch dabei. Ein Name, Ihr Name nämlich, Frau Christel, Frau Dr. Christel, der ist ganz eng mit dem Landeswettbewerb verbunden. Was bedeutet Ihnen Jugendforsch persönlich? Ja, ich denke, es ist kein Geheimnis. Der Wettbewerb fasziniert mich unglaublich. Es ist wahnsinnig beeindruckend, was Jugendforsch bewegt. Der Wettbewerb generiert Projekte, er fördert Projekte, er generiert Begeisterung auf Technik und Forschung, natürlich am stärksten bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Mich beeindruckt aber auch, Lehrer anspornen lassen von diesem Wettbewerb. Sie sind selber begeistert von den Wettbewerbsveranstaltungen, von den Jugendlichen. Sie engagieren sich mit einer großen Motivation, mit viel Kreativität, in dem Jahr mit einer großen Offenheit, sich auf neue Abenteuer einzulassen. Und wenn man mit den Kollegen im Gespräch ist, muss man denen wirklich höchsten Respekt zollen. Aber der Wettbewerb ist nicht nur ein Wettbewerb, er ist in die Schulen hineinwirksam. Jugendforsch generiert Projektarbeiten, er motiviert zu kreativen Arbeiten, zu Innovation. Und letztendlich ist Jugendforsch auch eine ganz starke Plattform für Begegnungen. Begegnungen der Teilnehmer untereinander, der Teilnehmer zu den Patenunternehmen, zu den Juroren. Und ich denke, die Stärke von Jugendforsch liegt auch daran, dass hier Schule, Wirtschaft und Hochschule zusammenarbeiten mit dem gemeinsamen Ziel der Nachwuchsförderung, der Talentförderung im Sinne der Forschung und Kreativität. Herr Polte, Sie haben es eben schon mal in Ihrer Rede anklingen lassen. Warum ist Jugendforsch für Drechselmeier so ein wichtiger Wettbewerb? Ich glaube, alle Vorredner haben es schon mal gesagt gehabt, mit meinen Worten auch nochmal zu formulieren. Jugendforsch bringt eigentlich alles zusammen, was wir, glaube ich, als Land und als Gesellschaft brauchen. Aktivität, Kreativität, Teamorientierung, und das haben die Jugendforscher, das beweisen sie mit ihren Projekten. Und auf der anderen Seite aber auch diese ganze Thematik der MINT-Forschung, die Frau Staatssekretärin hat es gesagt gehabt, dass das einfach das ist, was wir als Land und als Gesellschaft brauchen. Und deswegen ist das so eine ideale Zusammenfassung, was sich in Jugendforsch einfach zusammenbringt. Und deswegen ist es wichtig und deswegen unterstützen wir es auch sehr gerne. Ja, und Frau Staatssekretärin, Sie haben eben auch schon unterstützend genickt, als Herr Bastio geredet hat, und sehen, glaube ich, auch den Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer ganz ähnlich. Aber es ist auch erstaunlich, wenn man so in den deutschlandweiten Vergleich blickt, dass nämlich in Bayern es eine besonders hohe Teilnehmerzahl oder Beteiligung am Wettbewerb gibt. Das wird Sie wahrscheinlich auch freuen. Warum ist das für die bayerischen Schülerinnen und Schüler so ein attraktiver Wettbewerb? Ja, also wenn ich mit Schülerinnen und Schülern spreche, die an dem Wettbewerb teilnehmen, dann sind es vor allem 3 Aspekte, die sie mir immer wieder nennen. Und es wurde jetzt auch schon von meinen Vorrednern eigentlich alles gesagt. Also einmal ist es die Möglichkeit, kreativ zu sein, innovativ zu sein, und das Ganze ohne starre Rahmenbedingungen. Und wir haben keine konkreten Wettbewerbsaufgaben. Man ist frei. Und ich glaube, das macht es einmal attraktiv. Und dann der fächerübergreifende Aspekt, der ganz wichtig ist. Es geht also nicht nur um naturwissenschaftliche Fähigkeiten. Es geht genauso auch darum, dann seine Arbeit zu präsentieren, das zu kommunizieren. Und das ist, wie gesagt, auch sehr wichtig, diesen fächerübergreifenden Aspekt mit in den Blick zu nehmen. Und dann geht es um Teamarbeit. Also das ist ganz wichtig für unsere jungen Forscherinnen und Forscher, sich da ein Netzwerk zu bilden, sich auszutauschen. Das sind Netzwerke, die auch weit über das Projekt hinaus anhalten. Und das zeigt den Schülerinnen und Schülern auch, wie sie nicht alleine, und ja, Tüftler zu sein, ist auch ganz schön cool. Und das macht, glaube ich, Jugendforsch aus, und deswegen kommt es auch so gut an. Herr Bastio, sind das alles Aspekte oder gibt es noch mehr Aspekte, die einen guten Forscher ausmachen?
Ich glaube, wenn man ein guter Forscher, eine gute Forscherin sein will, dann muss man zwei Eigenschaften mitbringen. Die meisten denken immer gleich an das Genie. Aber das spielt vielleicht gar nicht die größte Rolle. Es ist vor allen Dingen Neugierde, und das fördern wir ja, dass sich junge Menschen umschauen und sich Fragen stellen, was um sie herum passiert und auch, wie sie die großen Probleme lösen können, die wir gerade haben. Und gerade die größten Probleme, Corona und Klimawandel, das lässt sich halt eben nur mal mit der Wissenschaft lösen. Das heißt also Neugierde und auf der anderen Seite Hartnäckigkeit. Immer dranbleiben am Thema, immer nochmal versuchen, wenn man gescheitert ist, und nochmal rangehen. Und das ist, glaube ich, eine gute Mischung, und das erlebe ich bei jedem Wettbewerb, wenn ich mich mit den Jungforscherinnen und Jungforschern persönlich unterhalte. Und das unterscheidet eigentlich nichts von diesen jungen Leuten, von einem Nobelpreisträger oder einer Nobelpreisträgerin, die auch genau das sagen. Es ist also vielleicht 5% Genie und 95% harte Arbeit. Und Herr Bastel, Sie haben jetzt gerade die großen Krisen unserer Zeit angesprochen. Ich finde auch, dass so ein unglaublicher Optimismus von diesen jungen Forschern ausgeht und die nicht wie die Erwachsenen, die häufig den Kopf in den Sand stecken, da einfach nur da sitzen, sondern hier wird was getan. Frau Christel, was wird Ihnen vom Landeswettbewerb 2021 in Erinnerung bleiben? Also ich denke, es ist klar, dass diese Runde 2021 unvergesslich sein wird. Sie ist schon so ganz besonders gewesen. Aber was wir jetzt gehört haben, dieser Optimismus, das stimmt schon. Das ist schon ganz zentral. Wir haben seit letzten Sommer kommuniziert, Jugendforscht 21 wird stattfinden. Und ich bin überzeugt, es ist ganz wichtig, dass es stattfindet, um den jungen Leuten die Wertschätzung zu geben für ihre Projekte, um eine Bühne und eine Öffentlichkeit zu bekommen für diese tollen Jugendlichen, die bei Jugendforscht mit dabei sind. Und ich glaube, ich werde es nicht vergessen, mit welcher Selbstverständlichkeit alle mitgegangen sind in die virtuelle Welt. Die Juroren haben sofort geschrieben, es ist klar, sind wir dabei im virtuellen Wettbewerb. Das Partnerunternehmen hat ganz früh schon kreative Ideen entwickelt, lange schon, bevor ich gesagt habe, ja, es ist virtuell, aber ich werde auch nicht diese Tage vergessen. Also die Kommunikation mit den Teilnehmern, die brachte zum Ausdruck, wie sehr sie sich freuen auf den Wettbewerb. Ich glaube, noch mehr als in den Jahren davor, dass es stattfindet, dass man dabei sein kann. Und die Stimmung in unserer virtuellen Welt war sagenhaft. Also ich war so begeistert, ich konnte es vorher mir gar nicht so toll vorstellen. Die Kommunikation der Teilnehmer untereinander, wie das Rahmenprogramm angenommen wurde, wie da diskutiert und Fragen gestellt wurde, wirklich sagenhaft. Und ich glaube, es ist ein unvergessliches Jahr. Und obwohl die ganze Geschichte virtuell läuft, spüre ich, dass hier etwas von euch ausgeht. Und zwar, Willi, wir wollen jetzt, wir halten es nicht mehr aus, wir wollen jetzt unsere Preise. Und deswegen, liebe Frau Staatssekretärin, spiele ich den Ball an Sie. Sie werden jetzt den Sonderpreis des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus bekannt geben. Und zwar die Landessiegerin oder den Landessieger für das beste interdisziplinäre Projekt. Ja, ganz herzlichen Dank. Die Spannung steigt und ich werde jetzt den Namen nennen und das Ganze verbinden mit einer kleinen Laudatio. Und der diesjährige Sonderpreis des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus geht an die Lena Kahle. Liebe Lena Kahle, ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Die darf ich heute stellvertretend für den Kultusminister übergeben, der sich entschuldigen lässt und dem es wirklich leid getan hat, dass er diese schöne Aufgabe nicht persönlich übernehmen kann, aber umso besser für mich. Dann habe ich diese schöne Aufgabe, Glückwünsche zu übermitteln. Mit dem Sonderpreis des Kultusministers wird das Projekt für die beste interdisziplinäre Arbeit beim Landeswettbewerb Jugend forscht ausgezeichnet. Und Sie haben sich in Ihrer Arbeit, in Ihrem Projekt mit der Frage befasst, welche Ressourcen eine bemannte Mondmission benötigt. Und dabei sind Sie wirklich sehr kreativ gewesen. Sie haben da eine kreative Forschung betrieben und ganz viele tolle Ideen entwickelt. Und dann darf ich Ihnen exemplarisch digital hier einmal
den Sonderpreis übergeben, und zwar 250 Euro. Ich glaube, man kann es schlecht lesen, aber da stehen 250 Euro drauf, und die haben sie sich auch wirklich verdient. Und lassen Sie mich auch ganz kurz dem Herrn Polte noch ganz herzlich danken für das Engagement. Wir alle wissen, die komplexen Herausforderungen in unserer modernen Welt, die können nur interdisziplinär letztendlich gelöst werden. Und es ist gut, deshalb, wir hatten es ja eben auch schon in der Talkrunde ausführlich, wenn unsere jungen Menschen deshalb so früh wie möglich an interdisziplinäres Lernen und Arbeiten herangeführt werden. Und das klappt bei dem Landeswettbewerb Jugend forscht ganz hervorragend. Und deshalb ein herzliches Dankeschön für dieses großartige Engagement der Firma Drechselmeier, gerade in diesem schwierigen Jahr. Hallo, jetzt sehen wir uns auch mal, dann kann ich auch mal winken. Herzlichen Glückwunsch, das freut mich sehr. Der Firma Drechselmeier ein herzliches Vergelt's Gott für die Organisation des Wettbewerbs und der Preisverleihung. Und mein Dank gilt natürlich auch allen, die da mit Herzblut und Leidenschaft sich hier mit eingebracht haben, Frau Dr. Christel, der Landesbeauftragten von Jugend forscht, den Juroren natürlich, die wir eben gesehen haben, und den Beratungslehrkräften. Und da möchte ich natürlich auch noch als Kultusstaatssekretärin ein paar Worte sagen. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, die Sie mich jetzt am Bildschirm sehen, ich weiß, dass dieses Schuljahr wirklich eine enorme Herausforderung darstellt. Schule im Krisenmodus ist enorm anstrengend. Und deshalb Dankeschön, dass Sie trotzdem unsere jungen Menschen bei ihren Projekten so begleitet haben. Danke wirklich für Ihren Einsatz. Und liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hinter Ihnen, das haben wir auch schon gehört, liegt eine anstrengende, eine arbeitsreiche Zeit. Aber der Einsatz hat sich in jedem Fall gelohnt. Das möchte ich an der Stelle betonen, auch wenn Sie nicht zu den Siegern gehören. Sie haben gemeinsam geforscht, Sie haben tolle und kreative Projekte hier auf die Beine gestellt, und Sie können wirklich stolz auf sich sein. Mein Respekt für Ihre Forscherleistung und allen Preisträgerinnen und Preisträgern, die ja im Anschluss dann erst noch gekürt werden, sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch. Und Sie sind wirklich ein Aushängeschild für Bayern. Das sage ich auch noch mal ganz besonders an Sie, liebe Lena, und für die Zukunft weiterhin natürlich viel Freude beim Forschen und dann auch viel Erfolg beim Bundeswettbewerb. In diesem Sinne nochmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Mensch, Lena, herzlichen Glückwunsch. Wie geht's dir? Es ist sehr toll. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Sie, Frau Staatssekretärin. Ich freue mich sehr, diese Auszeichnung zu erhalten für mein Forschungsprojekt. Und wann geht's los? Wann planst du selbst auf den Mond zu fliegen? Muss ich mal schauen. Also die NASA plant ja schon 2024 wieder auf den Mond zu fliegen und dann sogar 2028 eine permanente menschliche Präsenz auf dem Mond zu ermöglichen, in einer Mondbasis. Und die zu besuchen wäre natürlich ein Traum. Oh, ich krieg Gänsehaut. Das finde ich super. Und einer aus der Jury, der hat sich sogar einen ganz tollen Hintergrund gebastelt, extra nur für dich. Und zwar ist das der technische Direktor Intel Drone Light Shows, Daniel Gurdan, und der wird jetzt lobende Worte auf dein Projekt sprechen. Ja, keine typische Technikarbeit, wie wir sie sonst kennen, immer in der Technikjury mit viel Hardware zum Anfassen. Stattdessen wissenschaftliche Forschung auf Universitätsniveau. Und das Thema hat natürlich trotzdem sehr viel mit Technik zu tun, aber auch genauso mit der Biologie, mit der Chemie, mit der Physik, mit der Mathematik, Geo- und Raumwissenschaften, der Arbeitswelt für Astronauten, also rundherum interdisziplinär. Im Gespräch, im Standgespräch wurde uns klar, wie gründlich und auch auf welch hohem Niveau sich die Lena mit diesem komplexen wissenschaftlichen Hintergrund auseinandergesetzt hat. Und sie hat stapelweise Bücher gewälzt, Papers, wissenschaftliche Papers, die sind alle auf Englisch, hat sich da aus Datensätzen der NASA ihre Parameter für die Simulation zusammengesucht. Und ja, dann hat sie sich in ein ziemlich komplexes Simulationstool der TU München eingearbeitet, hat dann mal so ganz nebenbei ihre eigenen Submodule dafür programmiert und hat diese Simulation durchgeführt.
Uns würde es echt nicht wundern, wenn ESA und NASA da Interesse anmelden an den Ergebnissen, denn wie sie gerade schon selbst erklärt hat, das Thema ist brandaktuell. Man will wieder zum Mond, man spricht von einer lunaren, von einer Station im lunaren Orbit, genauso von einer Basis auf der Oberfläche, und da ist die Forschung sicher sehr, sehr spannend. Ja, und obwohl sich das Ganze weit weg auf dem Mond da oben abspielt, war die Arbeit überhaupt nicht abgehoben, sondern wirklich bodenständig und solide. Und es lässt sich da sicher auch ganz irdische Nutzen drin finden. Lena, du hast die Jury schwer beeindruckt. Vielen Dank, Herr Gordon. Auch einen herzlichen Glückwunsch nochmal von mir. Lena, wenn du dann auf den Mond fliegst, dann musst du unbedingt an mich denken und dann interviewe ich dich. Dann stelle ich dir noch ein paar Fragen, bevor es dann hochgeht. Gibst du mir die Ehre, mit dir ein Siegerfoto zu machen? Wir drei zusammen. Ja, Herr Gordon, bitte lächeln. Super, Dankeschön. Und liebe Lena, deine Urkunde, die ist jetzt in diesem Moment mit einer Drohne unterwegs zu dir. Viel Freude und alles Liebe, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Jugend forscht ist der bekannteste Wettbewerb Deutschlands. Kreative junge Menschen mit besonderem Erfindergeist, die nehmen daran teil. Seit 1965 haben 280.000 junge Menschen mitgemacht. Moment, 280.000 plus 95 junge bayerische Forscherinnen und Forscher. Und denen drücken wir jetzt ganz besonders die Daumen. Also ich gehe davon aus, dass auch viele Eltern und Großeltern zuschauen und aufgeregt mitfiebern. Ja, was ist aus ihren Kindern bloß geworden? Eben saßen sie noch im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer und haben das Willi Wills Wissen-Lied gesungen und jetzt sind sie dicke da. Also herzlichen Glückwunsch zu ihrem Nachwuchs. Sie dürfen mehr als stolz auf ihre Kinder sein. Die haben viel geleistet, das über das Übliche hinausgeht. Ihr habt euch in den Kategorien Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Physik, Mathematik, Informatik, Geo- und Raumwissenschaften und Technik folgende Aufgabe gestellt. Lass Zukunft da. Was für eine Aufgabe. Also ich gebe ganz offen zu, ich habe eine lange Tasse Kaffee über diese Aufgabenstellung nachgedacht und ich denke immer noch nach. Ihr seid sogar ein paar Schritte weitergegangen und ja, wir werfen jetzt einen kurzen Blick auf die Menschen, die hier mit ihren Projekten antreten. Wir starten mit dem ersten Fachbereich. Wir haben eine ganze Reihe von Arbeitsbereichen, von Fachbereichen. Arbeitswelt ist jetzt der erste. Nicht, dass jemand auf falsche Gedanken kommt. Die Bereiche sind alphabetisch geordnet. Deswegen geht's jetzt mit A los. Und wir gehen immer so vor, dass ich immer erst den dritten Preis bekannt gebe, dann den zweiten Preis und dann den ersten Preis. Los geht's also mit dem dritten Preis im Fachbereich Arbeitswelt. Der geht an das Projekt kamerabasierte Volumenbestimmung im Schüttgutumschlag am Beispiel Radlader an Leonardo Bär. Herzlichen Glückwunsch! Leonardo, du erhältst zusätzlich noch den Sonderpreis Fraunhofer Talents. Leonardo, du bist in Gauting am Otto-von-Laube-Gymnasium. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du mit deinen technischen Begabungen nicht nur Radlader steuern kannst, sondern auch deine Kamera und deinen Computer, dann können wir jetzt sogar miteinander plaudern. Sollte das nicht der Fall sein, dann versuchen wir jetzt mal deinen Laudator Ich bin so aufgeregt. Weißt du was, Leonardo?
Nur der erste Preis. Ich habe jetzt so eine Erwartungshaltung aufgebaut. Aber nur der erste Preis bekommt eine Laudation. Was ist für eine Aufregung. So, umso spannender wird's jetzt. Wer gewinnt den zweiten Preis? Der geht an drei Personen. An Caroline, Amelie und Georg für ihr Projekt Hightech Stoma-Beutel vom Ignaz-Günther-Gymnasium Rosenheim. Zusätzlich erhaltet ihr den Sonderpreis, ein Jahresabonnement vom Spektrum der Wissenschaft. So, der erste Preis. In der Kategorie Arbeitswelt, der geht an zwei junge Männer, die Samuel und Cedric heißen, für ihre Arbeit Heustock und Heuballentemperaturüberwachung vom Gymnasium Lindenberg. Herzlichen Glückwunsch. Und ich freue mich riesig für euch. Wenn wir uns jetzt in die Augen schauen, dann sehe ich hoffentlich sehr glückliche und zufriedene Sieger. Samuel, Cedric, wie geht's euch? Zufrieden oder habt ihr damit gerechnet? Nee, wir haben nicht so wirklich damit gerechnet und sind selber ein bisschen überrascht. Also wenn ich euch jetzt so in die Augen schaue, nehme ich in der Tat ein bisschen wahr, oh je, der Bundeswettbewerb, es geht weiter. Könnt ihr mit ein paar einfachen Worten euer Projekt nochmal beschreiben? Ja, also wir haben uns zur Aufgabenstellung gemacht zum vorbeugenden Brandschutz für Heuballen und den Heustock, also wo der Landwirt das Heu einlagert, eine Temperaturüberwachung zu machen, sodass höhere Brandschäden vermieden werden können. Das interessiert mich ganz besonders, weil ich nämlich direkt neben einer Scheune wohne. Von daher werde ich das gleich mal meinem Nachbarn, dem Bauern, empfehlen, dass er euch da mal in die Scheune lässt. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ihr bekommt jetzt lobende Worte von Luise Allendorf-Höfer vom Deutschen Museum, dem Technikparadies in München. Hallo, Frau Allendorf-Höfer. Hallo. Hallo, Herr Weitzel. Hallo, Samuel und Cedric. Zunächst die Glückwünsche nochmal, aber ich darf euch jetzt erklären, wieso die Glückwünsche euch erreichen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Eine brennende Herausforderung für die würdigen Landessieger Jugendforscht in der Kategorie Arbeitswelt. Samuel Fessler und Cedric Steinert haben sich mit der Systematik und Problematik des Heulagerns ganz genau auseinandergesetzt. Das hohe Brandrisiko durch Selbstentzündung von eingelagertem Heu wird noch heute dadurch in Schach gehalten, dass Landwirte Temperatur und Feuchte manuell kontrollieren müssen. Eine äußerst zeitintensive Methode, in regelmäßigen Abständen Messungen mit Handsonden im Heu durchzuführen. So, durch cleveren Einsatz von Messtechnik und Elektronik kann der Landwirt seine wertvolle Zeit nun wichtigeren Aufgaben widmen als monotonen Messroutinen. Samuel und Cedric haben ein System gebaut, das den Landwirt rechtzeitig vor drohender Brandgefahr warnt, damit ihm im wahrsten Sinne des Wortes nicht die Hütte brennt. So werden mit geringem Aufwand hohe Schäden vermieden und die behördlichen Auflagen erfüllt. Das hat die Jury überzeugt. Wir gratulieren ganz herzlich. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Und wo wir so schön zusammen sind, zeigt bitte euer schönstes Siegerlächeln für euer Foto. Herzlichen Glückwunsch. Die Siegerurkunde, euer erster Preis, ist bereits auf dem Weg zu euch. Vielen Dank, Frau Allendorf-Höfer. Und vielen Dank euch. Nachdem ich jetzt gerade eben beim dritten Preis so einen kleinen Knoten reingebracht habe, denkt ihr jetzt, ich würde schon wieder was falsch machen, aber nein. In der Kategorie im Fachbereich Arbeitswelt gibt es einen weiteren ersten Preis. Und der geht an Samuel, Joshua und Nelson für den Magnetschraubstock. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt sind wir mit dem MAN-Ausbildungszentrum Augsburg verbunden, wo die drei zusammensitzen und
wahrscheinlich gerade im Jubel gar nicht dran denken, die Webcam anzuhören. Ja, sehr schön. Ich freue mich riesig für euch. Wie geht's euch? Super. Hammer. Also, ist das da der Magnetschraubstock, der da vor euch steht? Das ist unser Projekt. Das ist unser erster Prototyp und auch der einzige. Aber wir planen jetzt, da wir weitergekommen sind, noch weitere Prototypen anzufertigen und dann natürlich weiter zu forschen. Ja, Wahnsinn, wie schnell ihr irgendwie die Planung macht. Gerade gewonnen, 10 Sekunden später, wir haben schon neue Pläne. Könnt ihr es nochmal so mit 2 Sätzen erklären, wie der Magnetschraubstock funktioniert? Also man hat 2 Schalter, die sind mit dem ganzen Netzwerk verbunden und betreiben vorne die Magneten. Und dann kann man hier zum Beispiel den Knopf anmachen und dann hält es. Und da kann man jetzt auch was dazwischen spannen und das hält einfach. Das hält einfach. Alles, was ferromagnetisches hält. Also ich bin echt stolz auf euch. Herzlichen Glückwunsch. Lasst euch von euren Kollegen im Ausbildungszentrum und auch in euren Bereichen dann feiern. Ihr werdet jetzt noch mit lobenden Worten von Frau, und das habe ich eben vergessen, liebe Frau Allendorf-Höfer, Frau Diplom-Ingenieurin Allendorf-Höfer, doch, nicht abwinken, jetzt kommen, wenn Ihre Worte haben doch viel mehr Gewicht als Diplom-Ingenieurin. Nein, gar nicht. Die Jungs haben das verdient. Wir freuen uns, oder ich freue mich, euch das nochmals mitzuteilen und euch zu loben für eure Lösung. Fixiert, montiert. Ein Schraubstock mit anziehender Wirkung. Eine praktische Lösung, um den Arbeitsalltag von Industriemechanikern zu erleichtern. Samuel Nachtmann, Joshua Ziljox und Nelson Machado Texera haben die Nachteile von etablierten Spannvorrichtungen für gewisse Bearbeitungstechniken von ferromagnetischen Werkstücken erkannt und eine raffinierte Lösung für einen Schraubstock gefunden. Die kraftfreie Positionierung und magnetische Fixierung auf Knopfdruck ermöglicht ein präzises Arbeiten auch bei Montagen vor Ort. Samuel, Joshua und Nelson haben mit den Möglichkeiten ihrer Werkstatt einen Prototypen konzipiert, umgesetzt und im Einsatz erprobt. Mit ihrer patenten Lösung erleichtern sie sich und ihren Kollegen die tägliche Arbeit und haben damit die Jury überzeugt. Herzliche Gratulation von uns allen. Dankeschön. Super, dann lasst uns jetzt gleich, wo wir so schön zusammen sind, rutscht noch enger zusammen. Also ja, Corona-gerecht natürlich, Entschuldigung, möchte ich niemanden in die Bredouille bringen. Sehr gut, das behalten wir als Erinnerung und das packen wir jetzt auch, dieses Foto, in die Drohne und schicken sie samt erstem Preis zu euch nach Augsburg. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für die Laudatio, Frau Allendorf-Höfer. Macht's gut. Ciao. Ja, an die Jungs. Ciao. Tschüss. Ciao. Zur Einstimmung auf den nächsten Arbeitsbereich schauen wir uns den Arbeitsbereich und auch die Gesichter, die dazugehören, an. Der dritte Preis im Fachbereich Biologie, der geht an Jason Berger für sein Projekt Auswirkungen der Landschaftsnutzung und Pflege auf die Biodiversität von Tagfaltern. Jason geht auf das Gymnasium Christian Ernestinum in Bayreuth. Herzlichen Glückwunsch. Und du erhältst zusätzlich noch den Sonderpreis Biodiversität und Naturschutz. Viele Grüße nach Bayreuth. Oder wo auch immer du gerade bist. Der zweite Preis, der geht an, muss ein bisschen spannend machen, einen Menschen, dessen Vorname mit dem Buchstaben L beginnt, an Leopold Zeitz für seine Arbeit Molecular Docking von 9 potenziellen antiviralen Wirkstoffen gegen SARS-CoV-2-Virus.
herzlichen Glückwunsch an Leopold vom Luitpold-Gymnasium München. Und es gibt einen weiteren zweiten Preis im Fachbereich Biologie, ebenbürtig mit der gerade erwähnten Arbeit. Und zwar geht der Preis an Kai für seine Arbeit Erweiterung des limnologischen Vergleichs von Tannenteich und Mooswaldweiher 1. Kai geht auf das Bertha-von-Suttner-Gymnasium Neu-Ulm. Und du bekommst auch noch einen Sonderpreis, den Sonderpreis Forschung im Fluss, eine Saale-Expedition. Kommen wir zum ersten Preis im Fachbereich Biologie. Der geht an Julia Geuter für ihre Arbeit Genetische Invalidation des SARS-CoV-2-Rezeptors ACE2 mit Hilfe von CRISPR-Cas9. Julia geht auf das Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting. Herzlichen Glückwunsch, da wisst ihr ja. Ja, super. Vielen Dank. So sehen Siegerinnen aus. Wie geht's dir? Sehr gut. Liebe Julia, ich hatte Schwierigkeiten dabei, den Titel deiner Arbeit auszusprechen. Kannst du uns mit ein paar einfachen Worten erklären, um was es da geht? Ja, also ich habe gentechnisch auf Zellen den Rezeptor des Coronavirus deaktiviert. Und da habe ich eben die Methode CRISPR-Cas9 angewendet. Und ganz einfach gesagt funktioniert es so, dass ich die DNA, also den Bauplan für den Rezeptor, mutiert habe. Und die Zelle kann dann mit diesem mutierten, also veränderten Bauplan auch kein richtiges funktionales Protein mehr bauen, also keinen richtigen Rezeptor mehr. Und so ist er dann eben auf den Zellen deaktiviert. Ich habe jetzt gerade von dir gelernt, dass man nicht CAS9, sondern Cas9 sagt oder Cas9. Wie ist es richtig? Ja, Cas9 heißt Cas9, es. Cas9, okay. Oh, Mann. Also es klingt unglaublich spannend. Wenn du jetzt in den Tagesthemen zugeschaltet wärst, dann würden dir wahrscheinlich 2 Millionen Menschen glauben, dass du die neue Retterin der Welt wärst. Also ich bin ganz beeindruckt. Und beeindruckt ist auch deine Laudatorin, Dr. Dagmar Hahn von der LMU München, die jetzt lobende Worte sprechen wird. Also liebe Julia, ich freue mich sehr, dass ich für dich die Laudatio halten darf. Du hast dich einem hochaktuellen Thema gewidmet und dabei State-of-the-Art-Technologien mit CRISPR-Cas verwendet. Du hast uns besonders beeindruckt, weil du eine eigene biologische Fragestellung entwickelt hast, diese klar formuliert hast und deine fachliche, methodische Kompetenz hat uns dann noch besonders beeindruckt in dem Zusammenhang. Du hast es auch gemeistert, diese sehr komplexe Forschungsarbeit sehr verständlich und begeisternd zu präsentieren, sodass du uns alle mitgenommen hast. Gut, und zuletzt möchte ich noch sagen, dass durch deine Arbeit das Coronavirus jetzt keine Chance mehr hat, zumindest nicht in deiner Zelllinie. Und damit hast du ein ideales Modellsystem geschaffen, um da weiter zu forschen. Wir gratulieren dir von der Jury ganz herzlich zu deinem großartigen Erfolg. Ja, und ich habe noch eine Überraschung für dich. Du bekommst doch den Sonderpreis des Elite-Netzwerks Bayern. Herzlichen Glückwunsch. Und es wäre mir eine Ehre, mit euch beiden ein Siegerfoto zu machen. Toll. Also, genieß deinen Erfolg, Julia, und ich drücke dir die Daumen für das Bundesfinale. Na, schauen wir mal, da geht schon noch was. Wunderbar, vielen Dank, bis dann, ciao. Danke. Dankeschön. Danke auch. Und wir schielen auf den nächsten Fachbereich. Um ganz sicher zu sein, dass auch jeder hier erwähnt wird, beginnen wir mit dem dritten Preis im Fachbereich Chemie
Und der geht an den Tobias für sein Projekt Unterschiede von Polymeren in Abhängigkeit ihrer Monomere. Herzlichen Glückwunsch, Tobias, vom Schülerforschungszentrum Berchtesgadener Land. Du bekommst auch den Sonderpreis Kunststoffforschung der Hermann-Gutmann-Stiftung. Dein Applaus. Der zweite Preis im Fachbereich Chemie, der geht an einen Schüler vom Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching, und zwar an Hagen Thomas für sein Projekt Herstellung von Zellulose-Nanokristallen aus Nutztierexkrementen. Und damit sind wir beim ersten Preis Chemie. Und der geht an einen Schüler aus Schweinfurt vom Alexander von Humboldt-Gymnasium, an Lukas Dellermann für seine Arbeit Neue Materialien für die Arbeitswelt durch Zugabe von Nanopartikeln zu Kunstharzen. Herzlichen Glückwunsch, Lukas. Und da ist er ja. Vielen Dank. Ja, super. Ich freue mich total, dass wir jetzt verbunden sind. War es für dich kompliziert, hier wieder jetzt aufzutauchen und mich zu treffen, oder hast du das gemanagt? Offensichtlich. Kein Problem. Wir als Teilnehmer blieben ja im Stream drin. Ja, bei uns ist es nicht zusammengebrochen. Super. Wie fühlst du dich? Das ist erstmal die wichtigste Frage. Ja, sehr gut. Haben sich die letzten Monate gelohnt? Jetzt ganz besonders. Ja, jetzt erst recht. Da ich jetzt auch noch wieder erwarten den Preis gewonnen habe, hätte ich wirklich nie erwartet, auch angesichts der anderen starken Projekte. Aber da freue ich mich natürlich umso mehr deswegen. Magst du dein Projekt mit ein paar Sätzen erklären? Ja, wie es der Titel schon sagt, habe ich mich eben damit beschäftigt, welchen Einfluss denn die Zugabe von Nanopartikeln zu Kunstharzen auf die Materialeigenschaften hat. Und dazu habe ich zum einen die Härte und zum anderen die Zugeigenschaften genauer betrachtet und abschließend dann noch mögliche Anwendungsgebiete abgeleitet. Also einer, der das sehr wertschätzen kann, das ist dein Laudator. Er ist selbst ehemaliger Landessieger im Fachbereich Chemie. Das war 1976. Heute ist er Professor Gerhard Sechstel. Er lehrt an der Uni Würzburg als Professor und leitet das Fraunhofer Institut für Silikatforschung. Hallo, Herr Professor Sechstel. Also wenn ich Sie jetzt zusammen so sehe, das sieht ja top aus. Sie sind ja beide quasi schon im Einheitslook. Das macht doch was her. Ja, grüß Gott und danke. Es ist mir eine große Freude, die Laudatio für die Arbeit zu übernehmen. Herr Lukas Dellermann ist als Chemie-Landessieger sowas wie ein Quereinsteiger. Er ist am vergangenen Mittwoch im Bereich Arbeitswelt zum Wettbewerb angetreten und wusste damals noch überhaupt nichts von seinem Glück und dann kurzfristig zur Chemie quasi, naja, ich möchte nicht sagen zwangsversetzt, aber wir haben ihn überredet, dass er dann doch zur Chemie geht. Er ist dann zur Chemie versetzt worden und hat dort den Sieg errungen. Warum dieser Wechsel? Na, ganz klar, er hat an sich ein materialwissenschaftliches und damit chemisches Thema bearbeitet und dieses Thema passt besser zur Chemie als zu der Arbeitswelt. Er hat, wie er bereits gesagt hat, zur Verstärkung von Kunststoffen mit Partikeln gearbeitet. Und durch diese eingearbeiteten Nanopartikel werden Kunststoffe sehr viel stabiler und widerstandsfähiger. Und das hat er systematisch untersucht. Die Jury ist von der Leistung von Herrn Lukas Dellermann sehr beeindruckt. Besonders hervorzuheben sind sein weit über das Schulwissen hinausgehende Fachwissen, die streng wissenschaftliche und methodisch einwandfreie Vorgehensweise bei der professionellen Bearbeitung seines Themas und seine ausgeprägte Fähigkeit zu reflektieren. Er überzeugte neben pfiffigen Detaillösungen durch seinen sehr guten Schreibstil und die Eloquenz, mit der er seine Arbeit in durchdachter Art und Weise verteidigte. Die gesamte Jury gratuliert ihm ganz herzlich und wünscht ihm alles Gute und viel Erfolg beim Bundeswettbewerb. Wir haben uns sehr über diese Arbeit gefreut. Vielen Dank, Herr Professor Sechstel. Sehr gerne.
Dann lassen wir uns noch gemeinsam ins Foto, in die Kamera strahlen. Dann haben wir eine schöne Erinnerung. Und ja, Ihre Worte als ehemaliger Landessieger, Professor Sechstel, die wirken natürlich ganz besonders. Vielen herzlichen Dank. Lukas, dir nochmal alles Gute. Ciao und Servus. Tschüss. Alles Gute. Ebenso. Ja. Wie toll. Wir schielen auf den nächsten Fachbereich. Und hier geht der dritte Preis an einen jungen Mann, der sich einfach zu Hause hingesetzt hat und Forschung betrieben hat. Sein Projekt heißt Knochen erzählen Umweltgeschichte. Der dritte Preis geht an Finn-Martin Fesk. Herzlichen Glückwunsch. Und es gibt einen weiteren dritten Preis in dieser Kategorie und der geht an eine Schülerin der staatlichen Realschule Zirndorf, und zwar an Lisa Nebel für ihre Arbeit Überleben auf dem Mars. Herzlichen Glückwunsch, Lisa. Der zweite Preis im Fachbereich Geo- und Raumwissenschaften geht an einen Schüler vom Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching, an Moritz Gruber für sein Projekt Temperaturverteilung in der Wolke um den Emissionsnebel NGC 36 03. Herzlichen Glückwunsch. Und der erste Preis, den darf ich jetzt verlesen. Der geht ins Berchtesgadener Land an das Schülerforschungszentrum, an Lisa Schreier für ihre Arbeit Mikroplastik in Alpenseen, Detektion mittels Nilrotfärbung. Herzlichen Glückwunsch, Lisa. Hey, und da bist du ja. Vielen Dank. Mit deinem Mikroskop, und ich darf dir noch die schöne Nachricht überbringen, dass du den als Sonderpreis noch ein Forschungspraktikum am Helmholtz-Zentrum in Leipzig gewinnst. Herzlichen Glückwunsch, das ist ja toll. Dankeschön. Nilrotfärbung, magst du ein bisschen was über dein Forschungsprojekt erzählen? Ja, genau, also Nilrot ist ein Fluoreszenzfarbstoff. Und ich versuche mit dem Nilrot eben Plastikpartikel sichtbar zu machen. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Die Plastikpartikel leuchten dann hier, das sind die gelben Punkte, die leuchten. Und versuche dann damit eben die Plastikpartikel von anderen Bestandteilen einer Umweltprobe zu differenzieren. Und das ist so der Kernbestandteil meiner Nachweismethodik. Und ich nehme mal an, die leuchtenden Plastikpartikel, die hast du jetzt nicht irgendwo aus dem gelben Sack gefischt, sondern aus einem Gewässer. Genau. Ich habe eben Alpenseen dann noch untersucht, ja, auf Mikroplastikvorkommen. Traurigerweise. Ein tolles Thema, ein wichtiges Thema, das voll in unsere Zeit passt. Aber noch viel besser wird das jetzt dein Laudator formulieren können. Das ist Dr. Habil Frank Holzförster, der Leiter des Geozentrums an der kontinentalen Tiefbohrung KTB in Windisch-Eschenbach. Herr Dr. Holzförster, eine kurze persönliche Frage, die mich interessiert. Was ist denn eigentlich so das Tiefste, was Sie bis jetzt erreicht haben durch eine Tiefenbohrung? Das Allertiefste ist 12.600 Meter tief. Bei uns in Windisch-Eschenbach sind wir ein bisschen weniger tief. Da sind es nur 9.100. Wow. Ich bin sehr beeindruckt. Und aber Lisa wartet jetzt auf Ihre Laudatio. Ja, zuerst einmal ganz herzlichen Glückwunsch, liebe Lisa, zu diesem tollen Projekt. Plastik ist halt überall, leider auch in den idyllischen und scheinbar unberührten Alpenseen. An Lisas Projekt hat uns besonders beeindruckt, dass sie mit einem leicht anwendbaren und raffinierten Verfahren sogar dazu gekommen ist, gängige Plastikvarianten unterscheiden zu können. Und das möchte sie jetzt in Form eines Citizen Science Ansatzes flächendeckend Mikroplastik untersuchen und dieses Projekt auf alle Seen in Deutschland anwenden. Dafür und für den Bundeswettbewerb wünschen wir
Wir, die Juroren der Jury Geo und Raum, wünschen wir dir ganz, ganz viel Erfolg und sagen danke für dieses wirklich tolle Projekt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Auch einen herzlichen Glückwunsch von mir. Gemeinsam treten wir an zum Siegerfoto. Wunderbar. Lisa, deine Urkunde, dein Preis ist via Drohne auf dem Weg zu dir. Herzlichen Glückwunsch und schöne Grüße. Vielen Dank, Herr Dr. Holzförster. Sehr gerne. Ich bin total beeindruckt, wenn ich da immer vorbeifahre und diesen Turm sehe, diesen Bohrturm, den kenne ich nämlich. Einfach mal reinschauen bei uns. Dankeschön. Danke. Lisa, viel Erfolg beim Bundesentscheid. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und damit schauen wir auf den nächsten Fachbereich und die Gesichter, die diesen Fachbereich prägen. Und der dritte Preis in diesem Fachbereich, der geht an Linus Meyerhöfer für sein Projekt QR-Tor, modernes, quantenresistentes Onion Routing. Das hat er alles zu Hause privat erforscht. Du bekommst dafür auch einen Sonderpreis, im Sonderpreis Mathematik, das Stipendium TUMS. Der zweite Preis im Fachbereich Mathematik, Informatik, der geht an Erik Gulbins vom Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting für die Arbeit Fourierreihen für Distributionen, Konvergenz durch Gewichtung. Alles Gute wünsche ich dir. Und damit sind wir beim ersten Preis. Dieser erste Preis, der geht an Jonathan Hähne für seine Arbeit Echtzeit-Raytracing auf Adaptively Sampled Distance Fields. Lieber Jonathan, da bist du. Hey, ja, und hier regnet es virtuelles Konfetti auf dich. Ich sehe, dein Mikrofon ist noch ausgeschaltet, aber die Freude strahlt dir aus den Augen. Wie geht's dir? Prima, vielen Dank. Ich bin gerade in der Klausurenphase, also etwas gestresst, aber ich freue mich natürlich unheimlich. Klausurenphase heißt, in der wievielten Klasse bist du eigentlich? Ich bin gerade, das erste Semester ist gerade fertig. Ich studiere gerade in München. Okay, und was studierst du genau? Physik. Physik, ja. An der TU München in Garching. Mathematik und Informatik haben ja entfernt auch mit Physik zu tun. Entfernt. Ja, das ist mein Steckenpferd und ich würde gerne in meinem Master auf Computational Science oder so spezialisieren. Ich finde es toll, dass du so konkrete Pläne hast. Magst du so handfest für mich erklären, um was es eigentlich in deinem Projekt geht? Also schnelles Raytracing, das ist ein wichtiges Problem in der Computergrafik, zum Beispiel um fotorealistische Bilder zu erzeugen. Und in meinem Projekt habe ich ein bis dato relativ unbeachtetes Datenmodell implementiert, um die Geschwindigkeit für einige Einsatzfälle zu verbessern. Und erste Vergleiche sind da recht vielversprechend. Wunderbar. Also herzlichen Glückwunsch. Du bekommst ein Jahresabonnement zusätzlich als Sonderpreis des Verlags Heise Medien. Darüber darfst du dich auch noch freuen. Und jetzt darfst du dich auf deine Laudatorin freuen, Dr. Katharina Schaar. Sie ist Forschungsreferentin im Bereich Kryptoanalyse bei der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Wow, oh, das klingt spannend. Liebe Frau Schaar, wir sind gespannt auf Ihre Worte. Ja, super. Ich freue mich total, Jonathan, dass ich die Laudatio jetzt für dich halten darf. Genau, an deiner Arbeit und deinem selbst implementierten Algorithmus hat uns in der Jury insbesondere beeindruckt, wie kreativ du deine Hardware genutzt hast. Es ist dir nämlich
gelungen, auf einem ganz normalen Laptop anspruchsvolles Echtzeit-Raytracing zu machen. Ich bin jetzt froh, dass du schon erklärt hast, was das ist. Und du hast es geschafft, indem du effiziente Datenstrukturen entwickelt hast und die dann geschickt genutzt hast. Ja, und so schaffst du es dann, dass das normalerweise ziemlich speicherplatzhungrige Simulieren von Lichteinfall auf herkömmlichen Grafikchips funktioniert. Und ja, besonders staunen ließ uns in der Jury dann die clevere Zweckentfremdung einer eigentlich für Polygonmodelle entwickelten Grafikkarte, die du zum Rendern von deinen Distanzfeldern verwendest. Ja, die Arbeit stellt damit einen weiteren Baustein dar für interaktive, aber trotzdem realistisch beleuchtete Computer-3D-Modelle. Und ja, ist wirklich ganz herausragend. Ganz herzlichen Glückwunsch von uns und viel, viel Erfolg beim Bundeswettbewerb. Danke sehr. Ja, diesen Erfolg, den wünsche ich dir auch. Lasst uns gemeinsam ein Foto machen und diesen schönen Moment festhalten. Vielen Dank. Also diese tolle Laudatio von Frau Schaar, die packen wir jetzt samt deiner Siegerurkunde in die Drohne und schicken sie zu dir. Lieber Jonathan, alles Gute. Danke, Frau Schaar. Tschüss. Servus. Ciao. Viel Erfolg. Also die zwei, das hat man ihnen so richtig angesehen, die haben sich so voll gut miteinander verstanden. Die hätten wahrscheinlich jetzt noch 2 Stunden weiterreden können. Also ich bin ganz hin und weg. Aber wir kommen zum nächsten Fachbereich. Der dritte Preis, der geht an das Gymnasium Waldkraiburg, an Tobias Stadler für seine Arbeit Computertomographie im Eigenbau. Tobias, herzlichen Glückwunsch, du erhältst auch den Sonderpreis Qualitätssicherung durch zerstörungsfreie Prüfung. Und es gibt einen ebenbürtigen weiteren dritten Preis in der Kategorie Physik. Und der geht an Lea Riebling für ihre Arbeit Bau eines Windkanals zum Messen von Strömungswiderständen. Du bist an der staatlichen Phosbos in Triesdorf. Und auch du erhältst einen Sonderpreis, ein Forschungspraktikum im Photonlab München. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Preis, Fachbereich Physik, der geht raus für die Arbeit Potenzialanalyse regenerativer Wärmedämmung aus Heu an Nico Kiesel. Herzlichen Glückwunsch. Und auch du erhältst einen Sonderpreis, ein Forschungspraktikum am Bayerischen Geoinstitut in Bayreuth. Und ich irre mich hier nicht. Die Jury hat festgelegt, dass es ebenfalls einen ebenbürtig starken zweiten Preis gibt. Zweiter Preis in Physik geht an Sophia Samaniego für ihre Arbeit Messung der Bodenfeuchte mittels Detektion sekundärkosmischer Neutronen. Ich gratuliere dir ganz herzlich, Sophia. Und jetzt sind wir beim ersten Preis Physik. Der geht an das Gymnasium Olching, an Britt Besch für ihre Arbeit Ermittlung des Normalized Difference Vegetation Index mit einer modifizierten RGB-Kamera. Herzlichen Glückwunsch, Britt. Hey, und da bist du. Schön, dich zu sehen. Hallo. Schau, virtuelles Konfetti regnet auf dich runter. Dein Applaus. Hast du damit gerechnet? Nein, tatsächlich nicht, aber ich freue mich umso mehr. Toll. Also, da muss man ja jetzt schon fast Richtung, also nicht nur fast, man muss jetzt Richtung Bundesfinale schielen. Dafür wünsche ich dir jetzt schon viel Erfolg. Eine RGB-Kamera, rot, grün, blau Kamera. Aha. Genau, ja. Und kannst du noch mehr erzählen zu deinem Projekt?
Genau, also in meinem Projekt ging es darum, eine möglichst simple Methode zur Bestimmung der Pflanzenvitalität mit Hilfe des Normalized Different Vegetation Index zu entwickeln. Und hierzu habe ich eben ein Versuchsverfahren mit einer modifizierten RGB-Kamera nach einem bereits bestehenden Ansatz gewählt und habe das Verfahren aber darüber hinaus noch durch meine eigene Kalibrierung der Kamera optimiert. Also ich bin beeindruckt und ich gratuliere dir ganz herzlich. Und gratulierende Worte und lobende Worte, die kommen jetzt von einem Bundessieger Jugend forscht, denn vor, oh Gott, das sind ja jetzt mittlerweile doch auch 18 Jahre, Herr Neuzner, in der Sie Bundessieger Jugend forscht geworden sind. Sie arbeiten mittlerweile und forschen mittlerweile bei Airbus. Ich bin gespannt auf Ihre Laudatio. Ja, genau. Ja, vielen Dank. Also wir haben gehört, es ging in der Arbeit ja im Wesentlichen um die Farben von Pflanzen. Wir wissen, Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Die meisten Pflanzen sind irgendwie auch grün. Wenn ich mich hier in meinem Büro umschaue, dann gibt's hier auch gelbe und braune Pflanzen. All das spielt sich ab im sichtbaren Teil des Spektrums. Was wir jetzt gelernt haben, ist, dass rote Rosen und darüber hinaus alles andere, was gesunde Vegetation ist, auch im Infraroten besonders viel Licht reflektiert. Und darin besteht der Clou der Arbeit, dass erkannt wurde, dass man eine handelsübliche RGB-Kamera, die erstmal nur rot von grün, von blau unterscheiden kann, missbrauchen kann, um auch rot von noch röterem Licht, nämlich dem Infraroten, zu unterscheiden. Uns hat dann in der Jury besonders gut gefallen, dass es hier zum einen eine theoretische Auseinandersetzung mit der Fragestellung gab. Daraus abgeleitet wurde dann ein selbstentwickeltes Kalibrierverfahren, um eben diese Sensitivität im nahen Infrarot aus der eigentlich für einen ganz anderen Zweck gedachten Kamera rauszuholen. Und der Erfolg dieser Unternehmung wurde dann dargestellt an einer sehr umfangreichen Messreihe an Pflanzen, lebenden Pflanzen, toten Pflanzen im Winter. Und man sieht die Beharrlichkeit, mit der Britt die Arbeit verfolgt hat, auch daran, dass für das Schaffen von Vergleichsdaten unter anderem der Garten streifenweise gedüngt wurde, so dass man quasi gelbes Gras neben grünem Gras, neben nicht ganz so grünem Gras sehen konnte und nachweisen kann, dass sich diese Unterschiede auch in dem Normalized Vegetation Index wiederfinden. Also das hat uns sehr, sehr, sehr stark beeindruckt in der Jury. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen auch weiterhin noch Erfolg auf dem Jugendforsch-Bundeswettbewerb und darüber hinaus. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch auch von mir und zur Erinnerung machen wir ein Foto. Wunderbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Laudatio. Britt, ich wünsche dir viel Erfolg, dass es erfolgreich weitergeht mit deinem Projekt innerhalb des Wettbewerbs Jugend forscht. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ciao. Und falls jetzt jemand aus dem Fachbereich enttäuscht sein sollte, es gibt noch einen weiteren Grund, nervös zu werden, denn es wird ein weiterer erster Preis im Fachbereich Physik vergeben. Und der geht ans Gymnasium Hilpoltstein, an Tamara Pröbster für ihre Arbeit ultraschnelle Emissionsprozesse in Graphen. Herzlichen Glückwunsch, Tamara. Hey, da bist du ja. Hallo. Hast du jetzt doch damit gerechnet, dass da noch was kommt? Nee, eigentlich nicht. Also ich gratuliere dir ganz herzlich. Eingeweiht war natürlich Herr Neuzner, der sich darauf gefreut hat, jetzt auch noch lobende Worte für dich zu sprechen. Ich möchte dich vorher noch ganz kurz fragen, Tamara, wie sieht's aus? Magst du noch ein paar Sätze, zwei, drei Sätze über dein Projekt verlieren und erzählen? Also ich habe mich mit der Elektronenemission von Graphen beschäftigt. Graphen ist ein zweidimensionales Gitter aus Kohlenstoffatomen und da habe ich eben mit Femtosekunden Laserpulsen dann draufgeschossen, sodass Elektronen emittiert werden. Und dann habe ich eben die Emissionsprozesse genau untersucht. Und Herr Neuzner, was sagen Sie dazu? Ja, Jugendforsch findet ja jährlich statt. Das findet quasi statt im Zyklus der Schuljahre und so weiter. Und das ist letztendlich aber auch nötig, weil die meisten Arbeiten ziemlich lang dauern. Ein Rekord, den die Tamara sicherlich hält, ist die schnellste Jugendforscharbeit jemals.
Wir haben gehört, es geht um Femtosekunden. Die Pulse, die Tamara verwendet hat, sind sechs Femtosekunden lang. Ihr habt das vorhin mal nachgerechnet. Das ist der 100. Teil einer Millionstel Mikrosekunde. Das ist nicht sehr lang. Jetzt muss man erklärend dazu sagen, die Arbeit ist entstanden in einem sehr professionellen Kontext, nämlich in einem Quantenoptiklabor an der Universität Erlangen. Es ist uns ein Anliegen zu sagen, dass natürlich die Arbeit dennoch denselben Bewertungskriterien unterliegt. Der Eigenanteil von Tamara wurde ganz klar isoliert. Und es hat uns dann extrem beeindruckt, mit welcher Selbstverständlichkeit und Sicherheit Tamara über diesen Eigenanteil reden kann, sowohl auf fachlicher Ebene als auch mit welcher beeindruckenden argumentativen Sicherheit. Ne? Es geht um Emissionsprozesse in Graphen. Das sind durchaus komplizierte Dinge. Durch die Kürze der Dauer dieser Effekte fängt man dann dort an, die Dynamik von Elektronen zu sehen, wie sich Elektronen durch Festkörper bewegen. Man fängt an, quantenmechanische Effekte zu sehen. Es war also für die Erklärung der Ergebnisse in der Arbeit nötig, zu unterscheiden, welche dieser Quanten fermionischer und welcher bosonischer Natur sind. Das sind alles sehr komplexe Konzepte, die aber sehr umfangreich, vollständig und richtig abgearbeitet wurden und sich auch in einer durchaus bemerkenswert vollständigen und fehlerfreien Arbeit niedergeschlagen haben. Wir wünschen dementsprechend an dieser Stelle auch weiterhin noch viel Erfolg, und das ist natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass dieser Ausflug in die Physik vielleicht zu einem längeren Aufenthalt wird. Ja, danke. Herr Neuzner, vielen Dank für Ihre lobenden Worte und aber auch den Einblick, wie Sie geschildert haben, wie kritisch Sie doch nachfragen und prüfen und die Bewerber hier um den ersten Preis auch, wie die geprüft werden. Ja, vielen Dank. Und hier machen wir noch ein strahlendes Siegerfoto. Zur Erinnerung. Liebe Tamara, dieses Foto und deine Urkunde, die ist unterwegs. Per Drohne wird sie dir zugeschickt oder irgendwie anders. Aber sie kommt auf jeden Fall an. Darauf darfst du dich verlassen. Alles Gute, viel Erfolg beim Bundesfinale. Herr Neuzner, guten Flug für Sie. Ciao. Und damit starten wir in den letzten Fachbereich. Der dritte Preis, der geht an das Lessing-Gymnasium Neu-Ulm, an Christoph, Paul und Maximilian für ihre Arbeit omnidirektional fahrender Rollstuhl. Herzlichen Glückwunsch! Der zweite Preis, der geht an Moritz Merkel für seine Arbeit Beregnungssteuerung. Herzlichen Glückwunsch, Moritz! Und damit sind wir beim ersten Preis im Fachbereich Technik. Dieser Preis, der geht nach Kulmbach ans Markgraf Georg Friedrich Gymnasium, an Tobias und Josias für ihr Projekt Easy Vision. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist euer Applaus. Wie geht's euch? Wir sind total aufgeregt und freuen uns mega. Habt ihr trotz aller Emotionen noch genug Kognition, um zu erklären, um was es bei Easy Vision geht? Sehr, sehr gerne. Wir wollen den Job der Feuerwehr sicherer machen und haben deswegen ein spezielles Warnschild entwickelt. Und unser Warnschild warnt die Feuerwehr trotz Rauch auf Gefahren und schützt sie so im tagtäglichen Leben, wo sie ihr Leben im Einsatz riskieren. Ein edles Projekt, so sollte es sein. Das spiegelt sich aber auch in allen anderen Projekten wieder. Ich bin ganz begeistert und gratuliere euch ganz herzlich. Euer Laudator, der hat's voll in sich, denn der war 1999
Bundessieger bei Jugend forscht und 2002 war er auch bei Bundessieger bei Jugend forscht in der Kategorie interdisziplinär. Heute ist er technischer Direktor von Intel Drone Lightshows. Wir haben ihn eben schon mal kennengelernt, da war er noch auf dem Mond. Jetzt ist er bei der Feuerwehr. Daniel Gurdan, Diplom-Ingenieur. Ja, bedrohlich da hinten, nicht? Man stellt sich vor, Gebäudebrand, starke Rauchentwicklung und man muss da rein in den Innenangriff. Da ist man, glaube ich, schon, da ist es schon wirklich gut, wenn man frühzeitig erkennt, was da in dem nächsten Raum so an Gefahren lauert. Und die thermisch aktiven Schilder von unseren beiden UFOs hier können da einen wertvollen Beitrag leisten. Und ja, es war einfach eine tolle Präsentation, strukturierte Arbeit, perfekte Teamarbeit. Und die beiden haben uns einen Prototypen präsentiert, wobei Prototyp ist nicht ganz richtig. Was sie uns präsentiert haben, ist eine konsequent weiterentwickelte dritte Generation des Ganzen. Und da sind schon so viele Detailverbesserungen eingeflossen, dass wir wirklich gesehen haben, boah, cool, das Ding ist so gut wie produktreif. Und ja, beeindruckt hat uns dann sicher auch so ein bisschen die Umsicht und der Umgang mit der Verantwortung, die so ein Thema natürlich mitbringt und auch so ein Produkt irgendwo mit sich bringt. Und es war durchaus zu sehen, dass die beiden sehr viel Zeit gesteckt haben in den Austausch mit den Adressaten der Erfindung, was sich absolut gelohnt hat. Das Ergebnis ist mit Sicherheit etwas mehr Sicherheit. Herzlichen Glückwunsch. Super Projekt. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir und eine Frage, eine persönliche Frage, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt von euch beiden enttäuscht werde. Josias und Tobias, habt ihr jemals die Feuerwehrfolge von Willi will's wissen gesehen? Natürlich, wir sind seit Kindheit ein großer Fan. Ja. Ah, der Tag ist gerettet. Und jetzt machen wir schnell ein Erinnerungsfoto. So, ich wünsche euch viel Erfolg beim Bundeswettbewerb. Macht's gut und alles Gute. Danke, Herr Gurdan auch. Ciao. Tschüss. Viel Erfolg. Dankeschön. Dass ich mich jetzt von Herrn Gurdan verabschiedet habe, das war eine kleine Finte, denn er wird jetzt gleich nochmal auftauchen als Laudator, denn im Fachbereich Technik gibt es einen weiteren ersten Preis. Und der geht ans Gymnasium der Regensburger Domspatzen an Tamás Németh für seine Arbeit Guidewalk 2.0, autonomes Blindenführungssystem mit KI. Tamás, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hast du noch damit gerechnet? Also ich würde mal sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber in diesem Fall lebt sie. Ja, die Jury setzt große Hoffnungen in dich, deswegen hat sie dich zum ersten Sieger gemacht. Und magst du was erzählen zu deinem Projekt, vielleicht auch, wie du darauf gekommen bist? Natürlich. Ich bin darauf gekommen, als ich mich mit Bekannten ausgetauscht habe, die ebenfalls blind oder sehbehindert sind. Und als sie mir von ihren Herausforderungen im alltäglichen Straßenverkehr erzählt haben, habe ich mich entschlossen, dieses Projekt anzufangen. Ich habe nämlich in meinem Projekt mich mit dem Bau und der Programmierung dieses autonomen und tragbaren Blindenführgerätes beschäftigt, mit einer kleinen Besonderheit: die eingebaute Objekterkennungs-KI analysiert die Bilder der Kamera und erkennt damit Gefahren oder Hindernisse im Straßenverkehr. Dieses Gerät durften dann zwei betroffene Personen testen und Feedback dazu abgeben. Und das fertige System habe ich dann noch auf verschiedene Eigenschaften, wie zum Beispiel Genauigkeit oder Reaktionszeit, untersucht. Also, herzlichen Glückwunsch. Du erhältst zusätzlich den Sonderpreis Unternehmertum und du darfst dich jetzt auf Diplom-Ingenieur Daniel Gurdan freuen, beziehungsweise auf seine lobenden Worte, auf dich und dein Projekt. Ja, Machine Learning, AI, Artificial Intelligence, dieses AI, das ist so eines der Buzzwords unserer Zeit. Tamás hat uns gezeigt, dass es für ihn nicht nur ein Buzzword ist, sondern er hat sich tatsächlich viele Jahre mit dem Thema beschäftigt, mit dem Training von neuronalen Netzen, mit der Architektur, die dahinter steckt
was denn funktioniert und vor allem hat es auch geschafft, das Ganze in die Praxis zu überführen und diese topmoderne Technologie praxistauglich sinnvoll einzusetzen. Und das war ziemlich cool zu sehen. Absolut bemerkenswert bei der Vorführung keinerlei Vorführeffekt. In der Technik ist es ja dann doch häufig so, dass diese komplexen Gerätschaften manchmal noch nicht so ganz funktionieren. Gerade wenn die Jury da ist, hat man immer den Vorführeffekt. Das kenne ich auch aus meiner Zeit noch. Bei ihm war das anders. Souverän, das hat einfach funktioniert. Und in dieser souveränen Vorführung haben wir dann auch wirklich so gesehen, welches Potenzial da drin steckt in dem Ganzen, weil es eben so sauber und funktionsfähig angewandt ist. Ja, und dieser technische Tiefgang, auch dann in Richtung auf die Embedded Hardware, die er verwendet hat, das hat uns schon schwer beeindruckt. Auch hier war es wieder sehr erfreulich zu sehen, dass es einen klaren Fokus gab auf die Zusammenarbeit mit den Anwendern. Ja, das ist von vorne bis hinten durchdacht, das Ganze. Und trotz der vielen Technik, wo man sich eigentlich sehr gerne mal verrennt in irgendwelchen Detailproblemen, war ein klarer Fokus da auf Funktionalität und Anwenderfreundlichkeit. Und das sieht man einfach an dem, was rausgekommen ist. Rundherum wirklich tolles Projekt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Herr Gurdan. Tamás, ich erspare dir jetzt eine Antwort auf die Frage, ob du die Willi will's wissen Folge zum Thema Sehbehinderung gesehen hast. Wir machen jetzt ein gemeinsames Siegerfoto. Wunderbar. Ich danke euch, ich danke Ihnen. Tamás, viel Erfolg beim Bundesentscheid dann von Jugend forscht. Gib dein Bestes, du hast eine tolle Erfindung gemacht. Alles Gute. Werde ich machen. Dankeschön. Und dein Preis ist natürlich per Drohne unterwegs, ganz klar. Ist sie schon da? Ist noch nicht angekommen? Ich glaube, sie lässt sich noch ein bisschen aufs Ja, fahren. Dauert ein bisschen von Vilsbiburg aus. Also, ciao, servus. Tschüss, servus. Ja, wir sind ja immer noch in Vilsbiburg bei Drechselmeier und der CHRO, der Chief Human Resources Officer, Roland Polte, der kommt jetzt zu mir. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt so viele Preise vergeben, ich bin schon quasi durch. Aber Sie sind noch euphorisch, Sie wollen noch einen weiteren Preis vergeben. Wir sind sehr gespannt, vor allem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Kann man Sie schon hören? Moment. Ah, ich drücke mal. So, ich drücke mal auf Sie drauf. Weil, ja, ich würde mich sonst ganz nah, wenn es Corona nicht gäbe, würde ich mich ganz nah mit meinem Mikrofon vor Sie stellen, aber... Das lösen wir so. Ersparen wir. Oh, vielen Dank. Ja, ich darf die Laudatio zum Social Media Award machen, was mich freut, weil natürlich das Thema soziale Medien nicht mehr wegzudenken ist. Ohne soziale Medien könnten wir diese Präsentation und diesen Wettbewerb gar nicht durchführen. Und deswegen freut es uns, dass wir das als Firma das zweite Mal sponsern dürfen, um die Bedeutung von den sozialen Medien nochmal besonders hervorzuheben. Und wir haben natürlich über die ganze Zeit hinweg enorme Aktivitäten und tolle Aktivitäten von allen Teilnehmern erlebt. Aber es gab drei Teilnehmer oder mehrere Teilnehmer, drei Projekte, die sich besonders hervorgetan haben. Und alle diese drei Projekte haben wir auch jetzt von Willi bei der Preisverleihung auch gesehen gehabt, teilweise auch als Kategoriesieger. Deswegen freue ich mich, einen zweiten Platz zu verleihen. Und zwar bekommen den Caroline Musin, Amelie Aulinger, Georg Delp mit ihrem Projekt Hightech Stoma-Beutel, und zwar jetzt nicht für das Projekt, sondern die Art und Weise, wie sie ihr Projekt über die ganze Wettbewerbszeit in den sozialen Medien formuliert, gepostet, gepusht und auch darüber informiert haben. Drückt sich aus in verschiedenen Arten und Weisen, dass zum Beispiel wir sehen, wie viele Abonnenten, wie viele Likes, wie viele Kommentare hat sich unsere Jury angeschaut gehabt dann auch angeguckt, wie die Teilnehmer und die Jungforscher damit umgegangen sind, Aufforderungen zum Wettbewerb, Erklärvideos, Bilder, Teams sichtbar gemacht. All das waren die Bewertungskriterien für die Preisverleihung. Dann haben wir zwei erste Preise. Einmal haben wir gerade gesehen den Tamás Nemes mit dem Thema Guidewalk 2.0.
Da war es genau so, dass auch das, nach was die Beurteilungsgremien, Beurteilungskriterien waren, Tamás hat hochwertige Videos gedreht auf Instagram mit Logo, hat sich, wie er auch hier gemacht haben, als guter Redner präsentiert und hat wirklich alle Möglichkeiten der sozialen Medien genutzt, was uns dazu veranlasst hat, ihm den ersten Preis zuzusprechen. Dazu gibt es noch einen zweiten ersten Preis, und zwar geht der an Josias Neumüller und Tobias Wanjerke, und zwar mit dem Projekt Easy Vision, das, was wir gerade über das Thema der Feuerwehr gesehen haben. Auch hier selbe Bewertungskriterien, auch ganz hervorragend die sozialen Medien genutzt, um ihr Projekt, aber auch, was ganz wichtig ist, den Jugendforschwettbewerb zu pushen. Und aus diesem Grunde haben wir die Preisverleihung in dieser Art und Weise gemacht. Wow. Also ich weiß, da sind Sie ja, da seid ihr ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite auch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen. Hättet ihr damit gerechnet? Tatsächlich nicht, nein. Nee, überhaupt nicht. Ja, was macht ihr heute Abend? Wird gefeiert? Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon, da lassen wir uns was einfallen. Ja. Also in Regensburg bei den Domspatzen, da singt man meistens wahrscheinlich beim Feiern. Wie feiert ihr, Josias und Tobias? Auf jeden Fall nochmal abends irgendwie gemeinsam, da freuen wir uns schon. Also, herzlichen Glückwunsch. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und danke schön. Tschüss. Ciao. Und ich darf euch jetzt sagen, das ist noch eine weitere Chance auf einen Preis gibt. Und ja, den Preis verliest jetzt die Landeswettbewerbsleiterin Dr. Monika Christel. Ja, bei Jugendforscht ist natürlich zentral die Leistung der Teilnehmer und der Projekte. Das ist natürlich das Wichtigste. Aber ich habe es ja vorher schon gesagt, zentral sind auch die Begegnungen der Teilnehmer untereinander, der Austausch der Teilnehmer und das Interesse füreinander. Die Plattform hat es ermöglicht, sich die Projekte anderer anzuschauen, mit den anderen zu kommunizieren, wie im Live-vor-Ort-Wettbewerb. Und da lag es natürlich nahe, zu fragen, was ist das Projekt, was die Teilnehmer am meisten interessiert hat, was die Teilnehmer am meisten beeindruckt hat, das sozusagen von den Teilnehmern ausgezeichnet wurde. Stattgefunden hat es in Form einer Abstimmung. Das heißt, die Teilnehmer haben sich die Projekte angeschaut und haben ihren Favoriten gewotet. Und die Preisträgerin haben wir schon gesehen. Es ist Julia Geuter mit der genetischen Invalidation des SARS-CoV-2-Rezeptors mit Hilfe von Cas9, haben wir gelernt. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Genau, richtig. Also herzlichen Glückwunsch. Ich denke, es ist eine hohe Ehre, diese Auszeichnung zu bekommen, weil du offensichtlich die meisten Teilnehmer beeindruckt hast mit deiner Präsentation und mit deinem Projekt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ja, was will man jetzt noch sagen, Julia? Wirklich, echt toll. Gratulation. Alle hier, wenn ich hinter die Kulissen schaue, alle sind breit am Strahlen, weil wir uns für dich freuen. Wir freuen uns für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Alles Liebe, herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Ciao. Ja, da sind wir quasi schon am Ende. Lieber Herr Polte, Sie als Gastgeber und Patenbeauftragter, haben Sie noch ein paar Schlussworte? Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Zunächst mal haben wir, glaube ich, heute gesehen, dass es nicht immer wichtig ist, perfekt zu sein. Aber wir haben gesehen, und das ist was, was ich persönlich auch für mich in mein Leben mitgenommen habe, dass man aus Schwierigkeiten wieder herauskommt und die löst und dann einen neuen Weg findet. Ich glaube, das zeichnet Forscher auch aus, eine Frustrationstoleranz, Rückschläge einstecken zu können und dann aber wieder da rauszukommen und dann wirklich wieder eine Lösung zu haben. Ich glaube, das haben wir heute mit dem kurzen Hiccup während der Preisverleihung gesehen und haben auch gesehen, wie gut das unsere Kollegen wieder hingebracht haben. Wir haben vielen gedankt für die Teilnahme, den Forschern, den Lehrern, den Juroren
den Eltern. Das gilt natürlich weiterhin. Was ich noch gerne machen möchte, ist, dass ich meinen Kollegen hier, die Sie nicht sehen, aber die hier im Hintergrund arbeiten, ganz herzlich danke für diesen neuen Weg, den wir beschritten haben und dass das ein bis auf den kleinen Hiccup super gut funktioniert hat. Herzlichen Dank dafür und wir haben uns wie jedes Mal gefreut, den Wettbewerb begleiten zu dürfen und freuen uns auch, das nächste Mal das wieder machen zu dürfen. Herr Polter, als Personalchef unterstelle ich Ihnen ja so ein wenig, dass Sie auch in die Seele von Menschen schauen können und wie Sie gerade den Wettbewerb oder die heutige Preisverleihung beschrieben haben, das war fast eine Beschreibung meines chaotischen Lebens, was immer irgendwie dann doch wieder weitergeht. Vielen Dank dafür und Frau Christel, ich nehme an, Sie wollen auch noch etwas sagen. Ja, mir ist es natürlich ganz wichtig, da am Schluss nochmal Danke zu sagen. Jugend forscht war seit der Gründung immer mit Partnerunternehmen verschränkt. Partnerunternehmen richten die Wettbewerbe aus. Es ist nicht vorstellbar, so eine große Aktion wie Jugend forscht ohne Unternehmen im Hintergrund machen zu können. Es ist beeindruckend, wie sich die Partnerunternehmen engagieren. Und ganz besonders Drechselmeier Group auf bayerischer Ebene. Die Zusammenarbeit war hervorragend. Ich bin es gewöhnt, von hier kreative Ideen zu bekommen. Ich sehe, wie innovativ und ja, wie offen man ist, neue Wege zu gehen. Ich bedanke mich sehr herzlich für die tolle Zusammenarbeit. Liebe Lena, tolle Arbeit gemeinsam mit dem ganzen Team. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ihr könnt stolz aufeinander sein. Herr Polte, vielen Dank für die Unterstützung von Jugend forscht. Es macht Freude, hier zusammenzuarbeiten und bis zum nächsten Mal natürlich. Herzlichen Dank. Dann richte ich meine Schlussworte ganz speziell an die 95 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also es ist mir echt eine Freude, eine Ehre, mich in eurem Glanz zu sonnen, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche euch viel Erfolg, dass es weitergeht, egal ob es jetzt der dritte, der zweite oder der vierte Platz gewesen ist oder natürlich der erste. Dafür wünsche ich euch viel Erfolg. Vielleicht klopft euch ja dann zum Schluss Frau Merkel auf die Schulter, wenn ihr dann Bundessieger seid. Alles Gute, bleibt schön neugierig. Und übrigens, es gibt eine ausführliche Nachberichterstattung auf jugend-forscht-bayern.de. Da gibt's, ich nehme an, auch hier die Siegerfotos, die wir geschossen haben und ein kurzzeitig verzweifeltes Foto, als es nicht weiterging. Aber das seht ihr dann auf dieser Seite. Macht's gut, auf Wiedersehen und bleibt schön neugierig. Ciao. Ah, die Musik, soll ich singen? Drechselmeier.